Liebe Niederbayern, liebe Oberbayern, liebe Schwaben, liebe Franken, liebe Unterfranken, liebe Oberfranken, liebe Katrin, lieber Stefan, liebe Oberpfalz und last but not least, liebe Preußen. Herzlichen Dank für diese liebe Einladung hier nach Niederbayern über die österreichische Grenze, heute meine Bucketlist endlich erledigt zu haben. Einmal im Leben wollte ich eine Aschermittwochsrede halten. Und wo hält man eine Aschermittwochsrede? Nur in Bayern. Ich habe bei Gott viele Reden in meinem Leben gehalten, 25 Jahre im österreichischen Nationalrat. Im Rahmen meiner kommunalpolitischen Betätigung, bei vielen Veranstaltungen, gemeinsam damals mit Jörg Haider, sowohl in der Freiheitlichen Partei als auch im Bündnis Zukunft Österreich. Zuletzt bei meiner Präsidentschaftswahl, wo ich dann mit 5,6%, also mit dem Alkoholgrad eines Fastenbieres, eines bayerischen, auch ordnungsgemäß abgeschnitten habe. Aber die heutige Rede macht mir wirklich am meisten Freude und ist eine große Ehre. Katrin hat mich in Rom kürzlich angesprochen. Ja, willst nicht zu uns kommen nach Niederbayern? Sage ich niemals nein, sondern sofort ja. Und mein einziges Honorar, ist ein Maß Bier. Annalena Baerbock würde sagen, the glass is halb empty. Cause their brain is total empty, würde ich sagen, meine lieben Freunde. Aber man sieht, wenn man die deutsche Sprache nicht beherrscht, wenn man des Englischen nicht mächtig ist, dann kann man in Deutschland noch Außenminister werden. Jetzt bin ich 46 Jahre zu meiner Zeit, als ich in die Schule gegangen bin, bist du mit dieser Vorleistung bestenfalls auf der Straße gelandet, wo der Nachwuchs heute klebt. Heute sitzt du mit dieser Vorleistung schon ganz optimal in einem Regierungsamt und stillst dem lieben Gott den ganzen Tag und erklärst du zwischendurch Russland den Krieg. Dir, Wladimir, I fight the war against Moskau. Ja? Im besten Englisch von Annalena Baerbock. So, meine lieben Freunde, also herzlichen Dank für die Einladung. Ich begrüße vor allem euch, die ihr heute im Saal seid. Und ich begrüße selbstverständlich auch die Damen und Herren des deutschen Verfassungsschutzes. Liebe Kommissar Schlapphüte, ruhig sitzen, Ohren spitzen und mir zuhören. Und dann ordentlich der Frau Nancy Faeser, der Armbindenministerin in Berlin, apportieren, was ich hier zu sagen habe. Das ist nämlich die einzige Aufgabe, die diese Faktoten der deutschen Sicherheitspolitik haben. Denn währenddessen frei gewählte Parteien, die sich im Rahmen des deutschen Grundgesetzes und des Verfassungsbogens befinden, überwacht werden, ist ein 5-jähriges Mädchen in Berlin Opfer eines nächsten Gewaltaktes geworden. Also die AfD überwacht man, aber ein 5-jähriges Mädchen schützt man nicht, dass es überlebt. Auf dem Weg dorthin, heute hierher, die Nachricht, ein 19-jähriger Türke wieder mal festgenommen. Der nächste Einzelfall, den die deutsche Regierung abfeiert in einem Land des Einzelfalles. Deswegen habe ich mich auch heute nicht kulturell angeeignet, wie ich meine Lederhose mitgenommen habe, sondern als Steirer darf ich eine Lederhose tragen, sondern ich habe sie mitgenommen, damit ich meinen Knicker mitnehmen kann. Weil in Deutschland des Olaf Scholz und der Annalena Baerbock und des Herrn Habeck und des Herrn Lindner
musst du an jedem Ort und zu jeder Zeit damit rechnen, dass du abgestochen wirst. Das ist das Deutschland des Jahres 2023. Vor zwei Wochen habe ich ein sehr berührendes Telefonat gehabt. Ein Telefonat mit einem Vater. Einem Vater, der meine Telefonnummer und den Kontakt zu mir gesucht hat, weil das Letzte, was seine Tochter gelesen hat, ein Buch von mir war Freiheit ohne Wenn und Aber. Er hat mir das Foto geschickt, das auf ihrem Nachtkasterl gelegen ist, und ich war dann sehr gerührt, wie ich das Foto bekommen habe. Es war Anne-Marie, die vor 4 Wochen oder vor 3 Wochen ihr Leben verloren hat, weil sie mit ihrem Freund Danny zwischen Hamburg und Kiel in der Eisenbahn unterwegs war, aufgeschlitzt wurde, umgebracht wurde, weil die deutsche Regierung Unintegrierbares integrieren will, weil sie gegenüber Intoleranten tolerant ist und weil sie die Deutschen am Silbertablett ihren Schlechtern weltweit ausliefert, meine lieben Freunde. Und das war ein sehr berührendes Gespräch. Denn Anne-Marie war offenbar ein großer Fan von mir und hat jede Sendung auf Fellner Live gesehen, auf OE24 TV, nicht auf Servus TV. Von Sebastian Bormener darf ich euch liebe Grüße ausrichten im Übrigen. Und sie war ein großer Fan von mir. Und jetzt sitzen irgendwo in Deutschland Eltern, ihre einzige Tochter ist beerdigt und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Wenige Wochen vor Weihnachten geht ein kleines Kind, eine 14-jährige Schülerin, in Illerkirchberg in die Schule und sie kommt nie wieder nach Hause. Mia aus Kandel, Maria, die Opfer vom Breitscheidplatz, sie kommen auch nicht mehr nach Hause. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, in welchem Land leben wir, wo eine Regierung und ein Rechtsstaat nicht mehr in der Lage ist, die eigenen Bürgerinnen und Bürger zu schützen, sondern sie am Altar einer falsch verstandenen Toleranz zu opfern. Ja, ist es das Leben von deutschen Staatsbürgern, auch von jenen, die sich hier gut integriert haben, von jenen, die hier auf Sicherheit und Freiheit setzen? Ist dieses Leben nichts mehr wert, weil man eine politische Agenda der Unterwanderung durchsetzen will? Ja, wo ist denn die Toleranz gegenüber euch? Wo ist denn die Solidarität gegenüber euch? Wo ist denn euer Recht auf körperliche Unversehrtheit und Freiheit in Sicherheit, meine lieben Freunde? Nirgends, weil sie wird geopfert einer politischen Agenda, die halt gerade Vogue ist, die gerade modern ist und der man sich seit 2015 ausgehend aus Deutschland und von Angela Merkel, der Urfrau der Unterwanderung, angesprochen fühlt. hat Angela Merkel aus einem offenbar falsch verstandenen historischen Verständnis, sich ständig als Deutsche entschuldigen zu müssen, gemeint, wir schaffen das, alleine. Und im Alleingang hat sie in Wahrheit auf Europa eine Sogwirkung ausgelöst, wo wir in Österreich darunter leiden mit 200.000 Asylwerbern im Jahr, wo die Ungarn leiden, wo die Slowaken leiden, wo die Slowenen leiden, die Kroaten leiden, die Italiener leiden, in Lampedusa leiden, wo ganz Europa leidet, weil sich offenbar eine deutsche Altkanzlerin heilig sprechen wollte, zu Lebzeiten heilig. Die heilige Angela, die Schutzmantelmadonna aller Schlepper und krimineller Asylwerber in Europa.
1000 sind wieder eingereist. Was mich immer wundert ist, die deutsche Politik und die deutsche Industrie sagen, sie machen das, weil ein Facharbeitermangel bestünde. Also wir nehmen alle rein, in Österreich, in Deutschland, in ganz Europa, weil wir sind selbst nicht mehr in der Lage zu arbeiten und die ländenschwachen Regimenter erzeugen keine Kinder mehr. So, jetzt haben wir die Facharbeiter herinnen. Jetzt schaue ich zur Silvesternacht nach Köln, da haben wir ja Hobbygynäkologen bekommen, die haben alle quasi mit einer Armlänge Abstand geschaut, ob alles passt. Hobbygynäkologen. Dann haben die Deutschen eine Reihe von Messerschleifern bekommen, gratuliere. Ihr seid keine Autoindustrie mehr, ihr seid die Messerindustrie Europas geworden. Dann habt ihr neue oberbayerische Sennerinnen bekommen. Die ganzen schwarzen Raben, die herumrennen, die man verhüllen muss, dass die Milch bei der Kuh nicht sauer wird. Auch Facharbeiter, auch Facharbeiter. Ja, ja. Deutschland eine wahre Industrienation. Lauter Facharbeiter und illiquid krachend wie eine Kaisersemmel. Ich gratuliere zu dieser Facharbeiterpolitik, die die Deutschen gemacht haben. Und gleichzeitig ein Unsicherheitsgefühl, wie es schon lange in diesem Land nicht mehr gegeben hat. Am Ende leiden ja nicht nur Menschen. Und am Ende fragen sich ja nicht nur Bürger, ja, ist denn das noch meine Heimat? Sondern am Ende, und das ist das Brandgefährliche, am Ende leider die Freiheit, meine lieben Freunde. Wir sind ein Kontinent, wir sind eingebettet in einem Kontinent, wir gemeinsam in diesem deutschsprachigen Sprachraum, wobei wir Österreicher uns den Bayern sowieso näher fühlen als den Vorarlbergern, so nebenbei gesagt. Die Vorarlberger im Saal mögen es mir verzeihen. Wir sind eingebettet in einem Sprachraum, in einem Kontinent, der so mühsam über Jahrhunderte um die Freiheit gerungen hat. So viele Menschen mussten ihr Leben lassen, weil wir nach Freiheit und Friede gerufen haben. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, ein gebeutelter Kontinent. Die Ursprünge der Aufklärung, die Ursprünge des Freiwerdens des Menschen in der Aufklärung, in der bürgerlichen Revolution, darauf, in der französischen Revolution, in der bürgerlichen Revolution. Und am Ende stand über diesen Begriff immer Freiheit. Der Mensch sehnte sich nach Freiheit, wobei ich sage euch eins, Freiheit bitte nicht mit Egoismus zu verwechseln und Relativismus. Freiheit. Und heute müssen wir Stück für Stück diese über Jahrhunderte Jahre erkämpfte Freiheit aufgeben, weil wir sie zugunsten einer neuen, notwendig gewordenen Sicherheit opfern, meine lieben Freunde. An den Grenzen haben wir die Zäune abgebaut und vor den Weihnachtsmärkten bauen wir die Böller auf, weil irgendein LKW dagegen donnert. Bürgerliche Grundrechte werden eingeschränkt, weil es notwendig geworden ist, weil offenbar jene, die zu uns kommen, mit der bürgerlichen Freiheit nicht umgehen können. Weil es offenbar eine Provokation ist, wenn Menschen in Freiheit, in Sicherheit, verwachsen und verwurzelt in ihrer Heimat, in ihrer Identität leben, wird das als Provokation empfunden. Am Ende müssen wir uns ändern und anpassen gegenüber jenen, die zu uns gekommen sind und ihre Schuld nicht erfüllt haben, sich anzupassen. Aber wir sollen's. Da fällt mir Peter Scholl-Latour ein. Der sollte in Deutschland nicht ganz unbekannt sein. Wer halb Kalkutta aufnimmt, wird am Ende zu Kalkutta. Wer Kabul aufnimmt, wird zu Kabul. Wer Damaskus aufnimmt, wird zu Damaskus. Und wer Bagdad integriert, braucht sich nicht wundern, wenn die Straßen in Berlin, Neukölln zu Silvester wie in Bagdad eben aussehen.
Neukölln, Silvester. Straßenzüge, die ausgesehen haben wie Kabul. Angerichtet von jenen, die vor der Gewalt geflohen sind. Und die offenbar mit unseren Sitten und Gebräuchen wie Silvester nicht umgehen konnten. Die waren schwer traumatisiert. Da sehen sie noch Feuerwerksraketen und hauen gleich Sprengstoff auf die Straßen. Oder attackieren Polizisten oder Rettungswagen. Meine lieben Freunde, diese Bräuche brauchen wir in Deutschland, in Österreich nicht. Wir haben mit unseren Raudis genug zu tun. Da brauchen wir uns nicht andere Raudis importieren aus aller Herren Länder. Aber am Ende geht's wie immer um die Freiheit. Und das wisst ihr. Am Ende geht's um unsere bürgerliche Freiheit, um die Freiheit des Individuums und seiner Freiheit in Sicherheit. Und wir haben es doch die letzten 3 Jahre so kongenial erlebt. Da kommt der Fledermaus-Virus aus Wuhan daher, fliegt über die Lombardei hier herein und dann kommen sie alle wieder. Die, die uns nur retten wollen, die uns immer nur helfen wollen. Ihre Hilfe ist im Namen des Herrn, das wissen wir schon. Die Frage ist nur, welchen Herrn sie dienen. Ich glaube manchmal, sie dienen dem Teufel, wenn ich mir das anschaue. Sie kommen also und sie wollen uns helfen. Sie wollen uns retten vor dem Virus. Und weil sie uns vor dem Virus retten wollen, der laut ihrer Ansicht nach die ganze Population die Haxen wegrammt, sperren sie uns gleich einmal ein, vorsichtshalber. So nach dem Motto, Leben gegen Freiheit. Es ist alles der Gesundheitspolitik geopfert. Lockdowns werden verordnet. Jungen Menschen, die ein gesundes Immunsystem haben, denen werden die Schulen gesperrt. Die Kindergärten werden dicht gemacht. Jugendlichen wird eine Zukunftschance, die Bildung geraubt. Eine Bildung, die ohne dies mittlerweile schon auf dem Misthaufen wächst. Aber sei es drum. Unternehmen wird der Umsatz geraubt. Arbeitslose werden produziert. Lockdowns werden verkündet. Eine Maskenpflicht wird verkündet als eine Art Maulkorb zur psychischen Beeinträchtigung des Volkes, weil jedes Mal, wenn wir eine Maske sehen, sagen, um Gottes Willen, wir sind sterblich. Das ist wie am Aschermittwoch. Da kriegst du das Aschenkreuz und wir haben die letzten 3 Jahre die Maske gehabt. Als lebendiges Aschenkreuz vor dem sogenannten Virus. Und dann gibt es Leute, wie zum Beispiel auch hier Aktivistinnen und Aktivisten, die sich in der AfD gefunden haben und sagen, nein, es kommt nicht in Frage. Da stehen wir auf, da kämpfen wir dagegen an. Die Lockdowns sind sinnlos. Die Maskenpflicht ist nicht effizient, sondern dient nur jenen, die die Masken produzieren. Danke, Södolf. Die Schließungen der Schulen sind ein Fehler, weil die Jungen haben genug Immunität, die da schaffen das schon. Und Corona ist in Wahrheit einzuschätzen irgendwo zwischen der Grippe und den Masern. Und da sind jetzt auch nicht alle Deutschen dran gestorben. Mittlerweile sterben in dem Land mehr Menschen an Dummheit, als an dem Virus gestorben sind. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Die Friedhöfe in Deutschland sind in der Nacht so erleuchtet wie der Münchner Marienplatz, weil die Dummheit den Einzelfall uns beschert hat. Das möchte ich nur bei der Gelegenheit sagen. Auf deutschen Friedhöfen ist das ganze Jahr Allerheiligen, so hell ist es dort. Die Dummheit ist das größte Problem. So, aber zurück zu Corona. Also, das verordnet sie uns und es gibt Menschen, die dagegen aufstehen. Was ist dann passiert? Ihr seid Covidioten. Ihr seid Idioten, ihr seid Querdenker, ihr seid Schwurbler. Ihr seid Rechtsextreme, das gehört immer zum Repertoire dazu natürlich. Klassiker. Und in Wahrheit seid ihr asoziale Individuen, die alle anderen Menschen gefährden und ihr habt kein Recht mehr in Deutschland, euch in der Gesellschaft offen zu bewegen. Weil nur wir mit der Autorität und der Lehrmeinung einer einzigen Meinung ausgestattet, erklären euch, was richtig und falsch ist. Und es hat euch dann eine DDR-Rezeptionistin Angela Merkel erklärt. Die Gesundheitspolitik hat ein Banker erklärt, der mit 5 Millionen Euro sich eine Villa in Berlin gekauft hat.
Das hat euch dann ein Franz Josef Strauß verschnitt in München erklärt, wie Markus Söder, der glaubt, dass man mit Verordnungen Autorität schafft und nicht an Franz Josef Strauß gedacht hat, der mit Intelligenz Autorität ausgestrahlt hat. Das ist nämlich der große Unterschied. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass sich der gute Franz Josef Strauß heute hier wohler fühlt als in Passau. Prost, meine lieben Freunde! Um mit Annalena Baerbock zu sprechen, die Maus ist bald empty, ja? Aber dafür wird die Stimmung bei mir umso besser. Und dann haben sie uns die Freiheit geraubt und alle anderen, die dagegen aufgetreten sind, als Querdenker, als Schwurbler bezeichnet, Angela Merkel, Jens Spahn, Markus Södolf, Karl Klabauterbach, der Horrorclown der deutschen Virologie. Der ja an sich aus einem persönlichen Interesse diese Politik vorangetrieben hat. Das ist ein Mensch, der nicht lachen kann. Das ist ein Mensch, der keine Freude am Leben hat. Und in Wahrheit hat man immer den Eindruck, wenn man ihn sieht, man sieht den Film Graf Dracula tot, aber glücklich. Ja? Mit der Betonung auf tot, weil den Hirntod kann ich bei Karl Lauterbach leicht nachweisen, meine lieben Freunde. Das ist halt der Vertreter der Kategorie Gammelfleisch im Vorderlappen. Karl Klabauterbach. Und dann kommt noch sein virologischer Knecht. Ihr wisst, in all diesen Horrorfilmen gibt es immer das Monster und den kleinen Knecht, der daneben einäugig mit einem Buckel hinterherläuft. Dr. Drosten, wir dürfen ihn nicht vergessen. Der sich 2006 schon bei der Vogelgrippe, ja, exzellent hervorgetan hat. In Wahrheit dürftet ihr alle erinnern, seit 2006 ja nicht mehr im Leben sein, das wisst ihr, egal, weil ihr seid damals schon an der Vogelgrippe gestorben. Also irgendwie seid ihr auch Zombies der deutschen Gesundheitspolitik, ich gratuliere. Und die erklären uns, sie meinen es nur gut. Und bestrafen all jene, die sagen, nein, ihr meint es nicht gut. Ihr hysterisiert eine Naturgegebenheit und macht damit einen Probegalopp, um die Bürgerinnen und Bürger eines Landes zu entrechten, sie klein zu halten und macht den Modellgalopp nach dem Motto, da ist die Angst und der Tod und wir sind mit der Freiheitsentrechtung eure Retter. Was wir jetzt zum zweiten Mal sehen beim Klimawandel. Das ist das ganz dasselbe. Wenn ihr nicht enden wollt wie die Würmer verbrannt auf der Landstraße am Asphalt, weil die Sonne so heiß ist, dann geht demnächst in den Klimalockdown, meine lieben Freunde. Fresst nur mehr Insekten und Würmer, fahrt nicht mehr mit dem Auto, sondern bleibt zu Hause brav bei Mutti. Und lasst ja keinen fahren, weil das ist die CO2-Bilanz auch sehr unerträglich und abträglich. Und genau nach dem Motto sind sie den Probegalopp gegangen. Und haben uns in Wahrheit die Freiheit geraubt. Und all jene, die dagegen aufgetreten sind in Deutschland, Virologe, Streeck, Sprenger in Österreich, politische Kommentatoren wie ich, wurden als Covid-Idioten, als gefährliche Individuen, als asoziale bezeichnet etc. Als Verschwörungstheoretiker. Und jetzt erleben wir die späte Rache des Archivs. Die Corona-Maßnahmen waren schwachsinnig, sagt der Schwachsinnige. Karl Klabauterbach. Also der Dumme beschwert sich über seine eigene Dummheit. Um mit Martin Schulz zu sprechen, der Alkoholiker über die Rotweinflasche. Die Maßnahmen waren überschießend. Die Maskenpflicht war doch nicht effizient. Die Schulschließungen waren ein Verbrechen. Weil die Jugend war ja genug immunisiert. Das Virus war gar nicht so schlimm, wie wir am Anfang gedacht haben. Aber wir haben nur auf die Experten gehört und wir wollten ja nur euer Bestes. Da
Der Spruch von Markus Söder, dem obersten Corona-Autokraten des Landes und Scharfmacher, war: Wir haben nur nach gutem Gewissen gehandelt. Da stellt sich nur bei ihm die entscheidende Frage: Er hat kein Gewissen. Er hat kein Wissen, er hat kein Gewissen, sondern er ist seit Edmund Stoiber immer der kleine Intrigant gewesen, der sich mit spitzen Ellbogen die Macht in dem Land gekrallt hat. Er ist kein Landesvater, er ist ein Landesverräter. Aber fahrt's nachher nach Passau und richtet's dem Södolf aus. Söder muss weg, das gefällt mir. So ein schöner Chor, wie der Gefangenen-Chor aus Nabucco, ja? So. Und jetzt sagen die alle, es war alles ein großer Fehler. Die Frage ist nur, wenn man einen Fehler macht, muss man auch Konsequenzen ziehen. Wer trägt die Millionenschäden? Die Milliardenschäden? Wer geht vor Gericht? Wer stellt sich der Verantwortung? Und vor allem, wer stellt sich der Verantwortung gegenüber jenen Menschen, die fälschlicherweise in eine Spritze getrieben worden sind, weil man ihnen glaubhaft versicherte, die Spritze wäre die Wahrheit, meine lieben Freunde, und die Freiheit. Und wir draufgekommen sind, die Spritze der Gamechanger hat nicht das gehalten, was uns Pfizer und Angela Merkel versprochen haben. Aber es ging, meine lieben Freunde, wie immer um die Freiheit. Es ging um die Freiheit und das Recht auf körperliche Integrität. Es ging um die bürgerlichen Grundfreiheiten. Es ging um die Bewegungsfreiheit. Es ging um die Freiheit des ökonomischen Erwerbs. Und das hat man 3 Jahre lang allen gestohlen unter den abstrakten Virus, und herausgestellt hat sich das als Hornberger Schießen und als Modellgalopp. Aber wisst ihr, was noch spannender ist, meine lieben Freunde? Jene, die uns die Freiheit durch die Spritze versprochen haben, jene, die uns die Gesundheit durch Lockdowns versprochen haben, die körperliche Unversehrtheit durch Maskenpflicht versprochen haben, sind nun dieselben, die sagen, wir werden gegen Russland gewinnen. Liebe Freunde Moskaus! Das sind dieselben, die nun der Meinung sind, dass noch mehr Waffen, noch mehr Milliarden einen Frieden bringen in einem Stellungskrieg, der militärisch von keiner Seite gewinnbar ist. Meine lieben Freunde, auch hier trage ich wie einen Orden auf meinem Revier neuerdings den großen Putin-Orden. Da steht oben Kreml-Troll. Vor 3 Jahren war ich der Querdenker und der Schwurbler und der Covidiot, jetzt bin ich der Putin-Troll. Meine lieben Freunde, ich bin weder der Knecht des Herrn Putin, aber ich bin auch nicht der Idiot eines geriatrischen Patienten in Washington. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Ich bin Österreicher, ich habe bayerische Wurzeln. Der Onkel lebt am Tegernsee, die Mutter ist im Schloss Nymphenburg in München in die Schule gegangen, in Minga, für alle, die es nicht verstehen. Also euch, liebe Preußen. Was? Die Mingener verstehen das nicht. Gut, also die Mutter, die Mutter ist im Schloss Nymphenburg in die Schule gegangen und der Onkel lebt nach wie vor am Tegernsee. Und der Rest der Verwandtschaft kommt aus Drossingen, das ist zwar nicht mehr Bayern, also gehört schon fast zu Preußen dazu, sei es drum. Ich bin Österreicher. Ich bin auch Europäer, obwohl ich kein Knecht der Europäischen Union bin. Ich bin kein Brüsseler im Übrigen, sondern ich bin ein Mensch, der sagt, auf unserem Kontinent braucht es nach 2 Kriegen einen dauerhaften Frieden. Jawohl.
Ich bin ein Mensch, der in den Weinbergen der Südsteiermark derzeit lebt und trotzdem ein bayerisches Bier trinkt. Prost, zum Wohl. Und 12 Kilometer Luftlinie von meinem Haus war die Grenze zu Jugoslawien. Und da sind die Panzer aufgefahren in den 90er Jahren. Und da hat es Einberufungen gegeben. Und da ist eine jugoslawische MiG mit jugoslawischem Hoheitszeichen bis nach Graz geflogen und musste abgefangen werden. Und haben österreichische Soldaten gebankt, dass ihnen nicht mit einem Querschläger zwischen den jugoslawischen Armeen und den kroatischen Freiheitskämpfern und slowenischen Freiheitskämpfern nicht eine Kugel im Kopf steckt. Das ist nicht lange her, meine lieben Freunde, das ist 35 Jahre her. Und aus dieser Geschichte müssen wir lernen, dass wir Frieden in Europa brauchen. Frieden und Sicherheit in Europa, nichts anderes wollen wir. Frieden und Sicherheit in Europa hat in den 90er Jahren große Persönlichkeiten, Politiker, die damals noch Visionen hatten und etwas wollten, getrieben. US-Außenminister James Baker, George Bush Senior, nicht Junior, wohlgemerkt, der Kriegstreiber, Senior. Helmut Kohl, die sich in Berlin getroffen haben und mit Gorbatschow und dem damaligen Außenminister der Sowjetunion vereinbart haben, gut, der Warschauer Pakt zieht sich zurück, der Osten wird frei, der Kommunismus wird beseitigt, aber im Gegenzug dafür zieht sich die NATO zurück, beziehungsweise weitet sich die NATO, ich zitiere, no inch more, über die Berliner Mauer hinaus. Über Jahre und Jahrzehnte hat sich die NATO und die USA, bis auf die Zeit von Donald Trump im Übrigen witzigerweise, nicht daran gehalten und hat sich bis an die Grenzen Russlands ausgeweitet. Im Deutschen Bundestag hat Wladimir Putin gesprochen und gesagt, vergesst nicht darauf, Russland in eine europäische Sicherheitsarchitektur einzubauen. Das haben alle applaudiert. In Wahrheit sind die Geschäftemacher im Bundestag, außer euch natürlich, wollten nur eines. Sie wollten das Geld der Oligarchen, ein bisschen Kaviar, ein bisschen Krimsekt und ein paar schöne Villen bei den Russen haben und gute Geschäfte mit den Russen haben, aber die Russen wollten es nie in eine Sicherheitsarchitektur einbauen. Nicht weit von hier in Minden in München hat Putin bei der Sicherheitskonferenz davon gesprochen, Achtung, die NATO weitet sich zu weit aus, baut Russland in eure Sicherheitsarchitektur ein, ihr werdet besser fahren als mit eurer NATO-Hörigkeit. Wir wollten die Rubel der Russen, aber wir wollten sie nie in einer Sicherheitsarchitektur haben. Und nun ist dieser Konflikt eskaliert. Nein, es gibt keine Begründung für Krieg, meine lieben Freunde. Krieg ist per se ein Verbrechen. Jeder Krieg ist ein Verbrechen. Aber es gibt Gründe, die dazu geführt haben, und wenn wir diese Gründe nicht objektiv ansprechen, wird es keinen Frieden geben, weil wir zuerst die Gründe aus dem Weg räumen müssen, um Frieden zu schaffen. Und wenn sich ein freies Volk wie die Ukraine einen NATO-Beitritt in die Verfassung schreibt, und eine räudige US-Mittelstreckenrakete von einem NATO-Stützpunkt in der Ukraine in 80 Sekunden in Moskau einschlägt, ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass der russische Bär rotiert, meine lieben Freunde. Es ist jetzt sehr modern, zu sagen, wir dürfen über Russland nicht mehr sprechen. Russland ist, die Russen sind ein Verbrechervolk, weil wenn man in diesen Chor nicht einheult, also ist dasselbe Chor, der gesagt hat, ihr seid alle Covidioten, sind immer dieselben Sänger im Übrigen, wenn man in diesen nicht einstimmt, dann ist man sofort ein Russlandversteher, also in Wahrheit ein Nazi, was auch sehr sinnig ist, also
Die Nazis wollen eins, sollen die Versteher der kommunistischen Partei der UdSSR von morgen sein. Das muss man mir auch vorhüpfen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Stalin-Fans unter den Nazis in Deutschland gegeben hat. Aber okay. Ist ja auch alles sehr spannend, die Geschichtsfälschung, die wir derzeit erleben, durch die Medien. Und dabei begrüße ich die Öffentlich-Rechtlichen, die heute auch hier gekommen sind. Die Giftmischer und Volksumerzieher, wo Margot Honecker ihren größten Stolz darin gesehen hätte. Ich begrüße aber auch den Chefredakteur des Deutschlandkuriers, selbstverständlich, der zumindest der Wahrheit entsprechend eine bessere Berichterstattung garantiert. Also sind alle Russland-Versteher, sind in Wahrheit Mörder. Und was wir damit aber für einen Fehler machen, wir sehen nicht, welche Gründe zu dem Krieg geführt haben, also können wir den Krieg auch nicht entschärfen. Die Forderung nach noch mehr Waffen, Kampfpanzern aus Deutschland, das erste Mal wieder, Kampfjets in einem militärisch sinnlosen und nicht gewinnbaren Krieg für beide Seiten, ist in Wahrheit eine Verlängerung des Leids der ukrainischen Zivilbevölkerung. Und da kommen dann immer Leute daher und sagen, ja, was würdest du machen, wenn wer bei dir im Haus einbricht? Würdest du auch mit ihm Frieden schließen? Ich würde die Polizei holen und ich würde ihn natürlich abführen lassen und er würde seine gerechte Strafe bekommen. Aber es würde nichts bringen, wenn ich mich mit einer Gartenschere gegen eine Walter PPK verteidige. Es ist recht einfach. Es wird nicht funktionieren. Jede Milliarde mehr zu den Oligarchen in der Ukraine. Spiegelverkehrt gibt es die gleichen Oligarchen in Russland. Im einen Fall sind es übel, im anderen Fall sind es ganz tolle Leute. Jede Waffenlieferung mehr wird diesen Krieg in Wahrheit nur verlängern und wird am Ende keinen Frieden bringen und wird auch uns in Europa in die Nähe eines Krieges bringen. Es ist ja besonders perfide, meine lieben Freunde, dass die Wehrdienstverweigerer von einst, die Sonnenblumenbeschützer, die Jesus-Batschelträger, die Peace-Fraktion nun Krieg gegen Russland führen will. Gemeinsam mit Frau Feldmarschallin Tessa-Ganser aus dem Deutschen Bundestag, die wahrscheinlich selbst nicht weiß, ob sie als Feldwebel Markus oder als Tessa oder mit sonst 20 anderen Geschlechten zwischen ihren Beinen auftreten soll gegen Russland. Ja, da wird sich kein Russe fürchten, meine lieben Freunde. Und es wird sich auch kein Russe fürchten, wenn Annalena Baerbock eine Wendung um 360 Grad macht. Weil sie die einfachen mathematischen Grundkenntnisse nicht kennt und glaubt, sie muss ihre Verbündeten, ich zitiere, in einem Land, das 144.000 Kilometer von uns entfernt ist, suchen. Das ist dann das sogenannte Space War. Der Weltraumkrieg, ich befürchte nur mit Empty Spacemen, sie auch die Gammelfleischfraktion im Oberstübchen, die gute Frau Annalena Baerbock. Und dann soll Annalena Baerbock, Tessa Ganser, Nancy Faeser, auch Armbinden-Nanzi genannt, was im Übrigen besonders mutig ist, dass eine deutsche Politikerin wieder mit Armbinde auftritt, aber okay, sei's dann. Sie lernen halt aus der Geschichte nicht. Den alten Plan von Joachim von Ribbentrop, also dem Vorgänger von Annalena Baerbock, herausnimmt und sagt, hoffentlich kommen wir diesmal weiter als Stalingrad. Da wünsche ich uns allen viel Spaß, wenn die Raketen über Europa fliegen, bei dieser romantischen Vorstellung. Wie geschichtsvergessen kann man eigentlich sein?
wie geschichtsvergessen, wie verantwortungslos, wie zukunftsvergessen kann man sein, die Zukunft der Deutschen, der Österreicher, der Mitteleuropäer aufs Spiel zu setzen, nur um der Knecht der USA zu sein, weil sie sich alle... sich alle in Wahrheit ihre Jobs in Washington schon hergerichtet haben. Die eine Hälfte der abgehalfterten Politiker aus Berlin darf in Zukunft bei Pfizer anfangen und die andere bei irgendeiner Waffenfirma. Das ist doch die Wahrheit. Das ist doch Gutenbergs Weg im Übrigen, meine lieben Freunde. Jeder Politiker, der in Deutschland scheitert, findet in einem Guteilerbichl für gescheiterte Politiker in den USA irgendeinen Topjob. Je mehr man das deutsche Volk verrät, umso höher sind die Gehälter danach. Das ist doch das Grundprinzip, meine lieben Freunde. Es gibt Menschen in dem Land, es gibt Menschen in diesem Europa, die wollen Frieden. Alle Schwarzer. Putin-Trollin. Papst Franziskus. Kremlknecht. Die AfD. Rechtsextreme. Ja, all jene, quer über alle Parteien, die Frieden wollen, sind in ihrer Meinung gleich neutralisiert wie jene, die bei Corona Kritik geübt haben. Am Ende hat uns die Geschichte recht gegeben, meine lieben Freunde. Und daher haltet auch in eurem Bestreben nach Frieden durch. Lasst euch nicht von den Keulen niederknüppeln. Lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Lasst euch nicht diffamieren. Geht mit geradem Rückgrat und Charakter weiter in einen Weg in der Verantwortung für euer Land und geht ihn geschlossen, meine lieben Freunde. Denn ihr seid eine Alternative. Ihr seid eine Alternative zu Annalena Baerbock. Weil ich habe heute mit ca. 400 Leuten in dem Raum ein Gespräch geführt oder Gespräche geführt. Kein einziger erinnert, selbst bei zwei Maß Bier ist so schwer im ersten Satz verunfallt, wie es die Frau Baerbock regelmäßig grammatikalisch tut. Ihr seid eine Alternative zu Olaf Scholz, der in Wahrheit Angela Merkels Nachfolger im grausgrauen Anzug ist und die gleiche Politik vertritt. Ihr seid eine Alternative zu Christian Lindner, der lieber in Sylt champanisiert, sich irgendwelchen Schabracken des Boulevards annähert und glaubt, in Zukunft bei den Schickimickis den Ton angeben zu können, dieser Parvenu aus dem Nichts und dabei seine eigenen Wähler zu verraten. Ihr seid auch eine Alternative zu den Grünen. Innen. Denn denen ist ja das Spinnen eh wichtiger als die Sicherheit der deutschen Frauen. All das, wofür alle Schwarzer gekämpft hat, wird heute beerdigt. All das, für was iranische Frauen in Teheran auf die Straße gehen, wird in Deutschland verordnet. All das, wofür Frauen über Jahrzehnte gekämpft haben, kommt nun über die Hintertüre des Islamismus herein und die Grünen an erster Stelle applaudieren. Weil die Grünen der Meinung sind, bevor uns der Wähler austauscht, tauschen wir die Wähler aus. Jawohl. Ihr seid eine Alternative der Vernunft und ihr werdet Erfolg haben, wenn ihr geschlossen seid. Das Wesentliche ist Geschlossenheit, meine lieben Freunde. Das Wesentliche ist Geschlossenheit. Erkennt in euren Mitstreitern nicht euren Feind.
Erkennt den Feind im politischen Gegner. Nehmt den Mitbewerb mit den Roten, mit den Schwarzen und den Grünen in Angriff, aber doch nicht mit euren eigenen Freunden. Das ist das Grundprinzip, das Viktor Orbáns Partei zur stärksten Partei in Ungarn gemacht hat. Das ist mittlerweile das Grundprinzip einer Partei mit ähnlicher Geschichte der Freiheitlichen Partei in Österreich, die immer dann, wenn sie geschlossen hat, Erfolg über 20-25% gehabt hat und wirklich was verändern konnte und immer dann, wenn die Intriganten Überhand gewonnen haben, abgestürzt ist. Um es auch auf Niederbayerisch zu sagen, scheiß nicht in euer eigenes Nest, sondern scheiß die anderen an. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, es war mir ein Volksfest. Ihr wart ja sehr mutig, ihr habt ja einen Österreicher gebeten, euch die deutsche Politik zu erklären. Achtung, 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 kein blödes Gelächter. Das letzte Mal war das bei Sebastian Kurz wie in Markus Södolf geholtert. Das habe ich gemeint, natürlich. Und heute ist Markus Söder vielleicht mit Sebastian Kurz. Es gilt die Unschuldsvermutung bald hinter schwedischen Gardinen. Da treffen sie sich wieder. In diesem Sinne, es war mir ein Volksfest. Es war mir eine Freude. Behält mir dieses schöne Bayern wohl. Kämpft für die Freiheit. Denn um nichts weniger geht es. Glück auf! Lieber Gerold, herzlichen Dank.